So, heute backe ich einen Apfelkuchen mit Rührteig, schön saftig und schnell zubereitet. Er schmeckt noch besser, als er hier ausschaut. Das kann ich versprechen. Für den Rührteig benötigen wir Butter, Zucker, Vanillezucker, Eier, Prise Salz, Mehl, Weizenstärke und Backpulver. Äpfel vorbereiten, schälen und in Zitronenwasser legen, damit sie nicht braun werden. Weiche Butter in die Rührschüssel. Zucker dazugeben, Vanillezucker und gut schaumig rühren. Erstmal langsam und dann immer schneller werden. Und damit die Sache besser geht, noch ein Ei dazu und natürlich auch die Prise Salz. So, und jetzt ein Ei noch und alles gut schaumig rühren. Vom Kesselrand lösen. Wie wir sehen, hat sich da jetzt der ganze Fettfilm angelegt. Mit den Haushaltsgeräten geht das nicht so einfach. Der Profi hat da andere Maschinen und deswegen müssen wir das immer vom Kesselrand wieder lösen. Gut schaumig rühren, wie gesagt, und immer wieder öfters vom Rand lösen. Zwischendurch das Mehl vorbereiten, gleich mit dem Sieb wiegen, Mehl, Weizenstärke bzw. Speisestärke und Backpulver immer sieben. Die Butter ist jetzt schön weißschaumig, der Zucker hat sich aufgelöst. Jetzt können wir nochmal vom Rand lösen. Ist er immer noch nicht richtig verteilt. Und dann so nach und nach das Mehl und die Eier abwechselnd darunter rühren. Die Masse nicht mehr schaumig rühren, sondern nur bis alles darunter ist und dann ist die Sache fertig. Das Ganze dauert vielleicht 5 oder 10 Minuten, je nach Maschine. Und einen groben Besen nehmen, keinen weich, keinen dünnen, der ist für Schneeschlagen vorbehalten. Und immer noch zusammen in die Mitte geben. Außen hat es jetzt nicht Mehlnester. Nochmals kurz durchrühren. Es ist wichtig, dass immer die Masse gut gleichmäßig gerührt ist. Nur noch mal kurz durch und dann ist fertig. So, das reicht, dann ist fertig. Die Rührteigmasse wird in eine vorbereitete Springform eingefüllt. Am Boden habe ich einen Backpapierbogen eingelegt. Die Springformgröße ist hier 25 cm. Es kommt ziemlich viel Masse rein. Wer will, kann auch eine größere, also bis zu 28 cm Springform verwenden. Die Äpfel halbieren oder vierteln, je nach Lust und Laune und gut dicht einlegen. Wer will, kann noch etwas Mandeln oder Rosinen drüber streuen und dann fertig ab in den Ofen. Die Backzeit beträgt etwa 45 Minuten. Das ist je nach Ofen verschieden, bei 170 Grad Umluft.
den Kuchen sofort vom Rand lösen mit einem glatten Messer ohne Wellenschliff, sonst machen wir die Form kaputt. So, und jetzt etwas Aprikosenmarmelade, kein Gelee, durch ein Sieb drücken, passieren, aufkochen und den Kuchen oben damit glasieren. Hauptsächlich auf die Äpfel, die werden eventuell runzelig. Den Apfelkuchen auskühlen lassen und dann unten das Blech entfernen. Kurz hochheben, rüberziehen und das Blech weg. Und jetzt noch einmal das Papier raus, zwischen Kuchen und Papier rein und unten das Papier rausziehen. Jetzt kann er auch unten richtig auskühlen und wird nicht nass. So, und den Apfelkuchen im Anschnitt. Gutes Gelingen, viel Spaß beim Nachbacken und hier noch einige andere Sorten mit Zwetschgen und dann noch einen Rhabarberkuchen. Tschüss!